Deutlich mächtiger als ihre waldischen Kollegen. Ja, wir befinden uns tatsächlich ganz woanders. Also wir haben jetzt hier dieses Gebiet abgeschlossen mit Amanlu und Umgebung. Hier war ja feste Windstein und Umgebung, die Wüste. Hier haben wir Graylin. Und jetzt sind wir hier oben tatsächlich. Also die Weltkarte wird nach und nach immer weiter aufgedeckt. Sehr schön, so wünscht man sich das. Das hatten wir hier vorne noch. Es scheint hier verschiedene Grüfte zu geben. Da unten ist nämlich wieder eine. Lass meinen Gefolgsmann in Ruhe. Er leistet mir gute Dienste. Großer Mana-Trank. Noch eine weitere Gruft. Ich wette, irgendwas ist noch mit diesen Gruften. Wahrscheinlich sind sie Bestandteil eines Quests. Das sag ich nicht, weil ich es weiß, oder? Oh Gott, die ist aber auch ein bisschen größer. Leerer Tisk, ein neuer Gegnertyp. Optisch erkennt man das manchmal nicht mehr, weil die Gegnertypen teilweise auch sehr ähnlich sind, aber teilweise total die absurden Viecher. Wo man sich wirklich fragt, wie die Gas-Powered Gangs darauf gekommen sind, es so und so zu gestalten. Stechende Landbremse. Oh, ein Ring. Ein Set-Gegenstand. Könnte tatsächlich zu einem Set gehören, das ich möchte. Na komm, vernichtet den Helden. Vernichtet den Helden. Level 30. Nicht ohne. Ja, man merkt schon, dass die Spezialfähigkeit von Waldes sich sehr schnell auflädt. Das liegt wahrscheinlich auch an seiner Skillung. Jetzt kann man das skillen bei ihm. Totenmaske eines Helden haben wir hier. Ich gehe mal davon aus, dass das ein Questgegenstand ist. Alles andere würde mich doch jetzt stark wundern. So, endlich haben wir mal ein bisschen Ruhe. So. Das ist erstmal wichtig hier. Das muss gedrückt werden. Noch mehr Untote. Oh, eine Kampfmagie-Tür. Welche Stufe brauchen wir? 25. Die dürfte Finale haben. Seltene Hexenmeisterstiefel. Nice. So, erstmal die Stufen abklappern. Also wir haben hier die Kraftwellen. Wir brauchen tödlicher Schlag auf 8. Können wir noch nicht machen, aber wir können ja Elementarzorn noch weiter hochpowern. Dafür brauchen wir tödlicher Schlag 1. Gewaltige Erneuerung haben wir aktuell auf 2. Das kann man noch weiter hoch machen. Das finde ich auch gut, weil eben die Künste dann schneller sich wieder aufladen. Heftiger Hieb brauchen wir Betäubungsschlag. Das machen wir auch. Brauchen wir bei Tar. Aquatische Affinität und Gefrieren. Da mache ich erstmal Gefrieren. Die kann man auch gut gebrauchen. Ja, diese Totenmaske eines Helden. Da werden wir wahrscheinlich mehrere in den verschiedenen Griffen sammeln müssen. Und es werden bestimmt mehr als 2 sein. So wie ich das Gebiet hier einschätze. Es scheint auch relativ weitläufig zu sein. Hier haben wir viele Sarkophage auch. Tote. Ja, ich weiß nicht. Dungeon Siege 2 hat mich irgendwie sehr stark beeinflusst. Ich weiß auch nicht genau, woran es liegt. Weil immerhin heiße ich schon seit dem Beginn meiner Internetzeit. Und das ist jetzt auch schon eine ganze Weile. Also ich bin jetzt fast 25. Internet haben wir gekriegt, da war ich
Alten sind da gewesen? 12. Irgendwie so um den Dreh. Damals war das noch nicht so. Ich weiß, viele von euch können sich das nicht vorstellen, aber ich habe tatsächlich noch mit meinen Freunden draußen gespielt. Ja. Lang ist es her. Wir hatten nicht viel mehr als unsere Fantasie. Und das war viel mehr als die meisten Kinder heute haben. Obwohl sie ein Smartphone haben und einen Computer und sonst was. Wir haben unsere Geschichten uns selbst ausgedacht. Und mussten sie nicht vorgesetzt bekommen vom Fernsehen oder von einem Smartphone mit irgendwelchen komischen Spiele-Apps. Wir haben das alles selbst erlebt. Hallo, Garten der Ahnen. Wie kann etwas, was Garten der Ahnen heißt, so von Insekten verseucht sein? Von allem möglichen Viehzeug. Gibt es hier nicht sowas wie einen Gärtner, der irgendwie aufpasst? Oder einen Pförtner? Oder einen Heiligen Geist? Irgendwas? Manchmal ist es schon erschütternd, finde ich. Wir gehen auch gerade in die komplett falsche Richtung eigentlich, aber uns scheint hier immerhin ein Nebenquest herzuführen, also gehe ich hier auch lang. Diesmal dahin. Okay. Ist auch in so einem Gebiet, was von Nahkampfviechern heimgesucht wird. 155 Leben haben die, das ist eigentlich lächerlich. Die sind nur dazu da, um mich zu nerven. Wirklich. Nicht mal diese Schneekorgans mit 18 Leben, würde ich sagen, dass die besonders stark sind. Nothing. Na gut, ein bisschen Geld, aber. Wer mag es nicht, wenn sich in seiner Gruft lauter Fliegen rumtreiben? My one and only dream. Mir reicht's jetzt, ich gehe jetzt hier rein. Ich will nicht weiter von euch Fliegen belästigt werden. Eine vereiste Gruft. Noch eine Totenmaske. Wow, nice. Hängt Finala so ein bisschen hinterher. Sie ist ja jetzt erst die Stufe aufgestiegen. Oder ist sie weiter als die anderen? Glaube ich irgendwie nicht. Ja, schaut mal, da ist ein Arseniten-Bogenschützenheld. Das bedeutet, dass eine von diesen Heldenmasken eigentlich nah sein muss. Dann liegt sie auch schon. Totenmaske eines Helden, eine zweite. In Dungeon Siege 2 bräuchte man auch so ein Haustier wie bei Torchlight zum Beispiel. Das finde ich eine der sehr guten Eigenschaften von Torchlight, dass es da einen Begleiter gibt, der quasi überschüssiges Inventar direkt zur Stadt bringen kann, ohne dass wir pausieren müssen und das da verkauft. Sowas wäre grandios. In keinem Hack and Slay darf das eigentlich fehlen. So. Auch hier gibt es natürlich wie in jeder Gruft irgendwelche Sondergänge. Was ist das? Autsch. 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 Pass auf, wen du anspuckst. Statue. Ist das so eine Art Rundgang? Aha. Das ist für Tar. Gewebte Kappe.
Das scheint es offenbar auch gewesen zu sein. Ich wüsste zumindest nicht, wie ich dahin kommen soll. Wahrscheinlich durch einen der anderen Gänge. Hier vorne war, glaube ich, noch ein Schalter. Jo! Hä? Was habe ich denn jetzt bewirkt durch diesen Druck? Sag nicht, dass ich jetzt nur da oben irgendwas... Oh ja, da die Verbindung... Oh. Was ist denn da? Ist da irgendwas Wichtiges? Ich gehe wieder zurück. Vorher gehe ich aber hier hin. Nicht, dass hier auch noch was Wichtiges ist. Offenbar kann man nämlich auch hier lang gehen. Besonders viel Schaden macht das zum Glück nicht. Ha. Jetzt haben wir das komplett freigespielt hier. Man kann überall hin. Naja, ein Ring. Das ist nicht schlecht. Dann jetzt aber zurück. Ich gehe mal hier lang, wo ich gerade schon sowieso hier war. Eine Gruft voller Fallen. Thanks. Kunst wieder aufgeladen. So, in diesem Abschnitt wäre es das dann gewesen. Jetzt können wir den eigentlichen Weg gehen. Na. Ich überlege, ob ich kurz eben eine Session einlege in der Stadt, in Amanlu, und da einiges verkaufe. Unsere Inventare dürften relativ voll sein. Und der Garten der Ahnen noch relativ groß. Und ich will jetzt eigentlich nicht tollen Loot verpassen. Durch den ganzen Crap, den ich auch aufsammle und mit mir rumschleppe. Komm mal her. Jo, das hat gereicht. Finaler steigt nun erstmal auf. Wir brauchen Vampirismus. Und haben jetzt die Seelenernte auf Stufe 2 gebracht. Womit sie nochmal deutlich stärker wird. Was haben wir denn im Inventar so Schönes? Wohlhabendes Jägerschwert. Not, Kampfmagie oder Naturmagie. Das brauche ich nicht. Das kann zu dir. Sie hat auch keine Tränke mehr. Verringert das Leben. Verringert die Mana, die Stärke. Erhöht die Rüstung. Der verliert. Wie sieht es denn hier aus? Kampfmagie-Schaden. Resistenz gegen Nahkampfangriffe und Mana und Gesundheitsraub, physische Schaden auf Feinde zurück. Das ist natürlich nicht schlecht, ne? Den kann sie eigentlich mal nehmen. Olimarchs Ruin brauchen wir auch nicht. Ich bin dafür, dass Tal jetzt erstmal alles, Finale alles kriegt, was ich verkaufen will. Dann geht das gleich schneller. Ich glaube nicht, dass das Stoßschwert gut ist. Das kann ich auch nicht gebrauchen. Das kann ich auch nicht gebrauchen. Jede Menge hiervon kann ich nicht gebrauchen. Wir gehen mal eben in die Stadt in Amanlu. Das dürfte nicht so lange dauern. Ich habe schon relativ klar eruiert, was weg muss und was nicht. Und wir können, wenn wir gerade schon mal dabei sind, auch ein paar Tränke nachkaufen. Halt sinnvolle Dinge tun, was man so in der Stadt macht, wenn man shoppen geht. Rauchenden Erdlöchern zuschauen. Beim Qualmen. Ihr habt mehr getan. So, das kann schon mal definitiv weg. Naturmagie 27, da bin ich mir nicht sicher.
Nein. Zu schwach. Nein. 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 Blitzjuwel. Juwelen der Nexus. Geschicklichkeit, Waffenschaden, Resistenz gegen Blitze, fallengelassenes Gold plus 60%. Kann ich irgendwas dafür wegnehmen? Den zum Beispiel. Ich kann Lothar vielleicht nehmen, oder? Nee. Nee. Er hat beide Male was Besseres. Ich verkaufe jetzt den Schrott hier. Wahrscheinlich benutze ich es erstmal sowieso nicht. Nein. Wir haben unser Set. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Die Ringe behalte ich. Mana. Ihr merkt, die laufen mir deutlich aus. Sollte reichen. Vorbereitungen sind wieder getroffen und wir können zurück in den Garten der Ahnen. Mal sehen, ob wir Prinzessin Evangeline aus irgendeinem Schneehaufen ausgraben können. Garten der Ahnen Nordteil. Ich gehe davon aus, dass es also einen Südteil geben wird, wenn das extra so deklariert wird. Waren wir denn schon in dieser Gruft? Da oben sehen wir es sogar schon. Den Südteil. Wo hat der denn gerade Schaden hergenommen? Nice. Schlagt sie zusammen. Hä? Moment. Wer macht hier so einen gestörten Schaden? Wer? Ernsthaft? Ich möchte es wissen. Das ist ja nicht normal. Meine Ausrüstung habe ich nichts verändert. Das kann es nicht sein. So viel Schaden hat Waldes doch noch nie gekriegt. Vielleicht habe ich auch einfach nur nicht aufgepasst. Ich will mich jetzt von der Schuld nicht freisprechen. Ja, also die Seelenernte Stufe 2 macht auf diesen ganz normalen, die keine Resistenz gegenüber Todesmagie haben, 900 Schaden. Das ist auch definitiv nicht ohne. Das Schöne da ist, dass ich wirklich gezielt ein Gebiet anvisieren kann. Anders als bei den Kraftwellen, da kann ich zwar auch quasi eine Richtung vorgeben, aber die Attacke verläuft dann immer noch in dieser Welle, in dieser Linie. Und da können die Gegner halt ganz leicht rausrennen, theoretisch. Irgendwie wird da gerade wieder mächtig verbaut gemacht. Ja, jetzt hat es auch da drinnen Schaden genommen, das ist gut. Da haben wir den Asoniten-Soldaten, ey. Hab mich schon gefragt, wo der steckt. Einer von den vielen Hampelmännern, die es hier gibt. Eliminiert. Sehr schick. Oh! Mehr davon! Hurra. Gott! Die Falle schnappt zu. Sie ist wieder aus.
Welcher Depp, der will, dass man auf seine Fallen reinfällt, baut denn so einen einfachen Deaktivierungsmechanismus ein? Könnt ihr mir das mal verraten? Wenn ich so eine Falle baue, dann bin ich ganz klar verrückt. Vollkommen durchgeknallt. Und ein Sadist. Dann baue ich doch keinen Deaktivierungsknopf ein. Bis in alle Ewigkeiten soll der diese Flammen, diese Feuer, Eisbälle waren es ja eher, diese Eisbälle schießen. Statikschlag. So. Wo haben wir hier das Ausschalterknöpfchen? Da.